Immer wieder berichten wir auch über tödliche Arbeitsunfälle auf Baustellen. Erst vor wenigen Wochen zum Beispiel ist ein Arbeiter nach einem Sturz von einem Baugerüst an der Uni Bochum ums Leben gekommen. Wie kann man solche Unfälle vermeiden? Damit beschäftigen sich gerade Wissenschaftler der Ruhr-Uni. Sie entwickeln 3D-Systeme von Baustellen, die man dann virtuell begehen kann. Das Ziel, mögliche Gefahrenstellen schon im Vorfeld zu erkennen. Es sind nur ein paar Klicks mit der Maus, aber die können viel verändern. Mit ihrer 3D-Software zeigen die angehenden Bauingenieure, wie die Baustelle möglichst sicher eingerichtet wird. Fehler fallen hier schon im Vorfeld auf. In dem Fall würden wir den Abstand der Krane zur Baugrube überprüfen wollen und ob die eben zu nah dran stehen, sodass sie nicht reinfallen. Ja, und jetzt wissen wir, der steht zu nah dran und jetzt müssten wir theoretisch bei der Planung oder die Planung umdenken und das um die Krane verschieben. Die EU und der Bund fördern die Bochumer Forscher mit 1,5 Millionen Euro. Baustellen sollen in Zukunft digitaler geplant werden, denn da hinkt die Branche anderen Industrien hinterher. Wir wollen die bisherigen Methoden ergänzen, indem wir durch digitales regelbasiertes Arbeiten auf Baustellen eben Medien oder Methoden zur Verfügung stellen, die Sicherheitsfachkräfte, aber auch Ingenieure nutzen können, um Baustellen sicher zu planen. Dazu gehört auch ein virtueller Gang über die Baustelle, um im Vorfeld zu sehen, wo lauern Gefahren. Rund 100.000 Unfälle passieren jährlich auf deutschen Baustellen, auch schwere, wie zum Beispiel in Mülheim. Die Ladung eines Krans kracht in das Führerhaus des Baggerfahrers. Er wird lebensgefährlich verletzt. Sicherheitsingenieur Heiko Heiden und Polier Michael Wessling bei einem Rundgang in einem Neubau an der Ruhr-Uni. Sie achten besonders auf das Gelände an Gerüsten. Hier passieren die meisten Unfälle. Sehr, sehr wichtig ist, dass bei Arbeits- und Schutzgerüsten entsprechend der dreiteilige Seitenschutz vorhanden ist. Heißt Knie und halt auch der Handlauf. Nur ein Raum weiter. Hier fehlt das Gelände am Gerüst. Kollege, kommst du mal bitte runter und baust das Gerüst hier richtig auf. Hier, so wird hier nicht drauf gearbeitet. In regelmäßigen Abständen besucht der Sicherheitsingenieur die Großbaustelle in Bochum. Ein 3D-Modell im Vorfeld fände er gut. Aber in der Praxis tauchen vor Ort immer wieder ganz eigene Probleme auf. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator hat man halt die Aufgabe, nicht nur das Bauwerk auf Mängel zu überprüfen, sondern halt auch den Kontakt zu den am Bau beteiligten Mitarbeitern zu führen. Und dort sind auch jetzt vermehrt festzustellen, dass sprachliche Barrieren vorhanden sind und dass wir 3D-Modelle beispielsweise gar nicht beleuchten können. Heiko Heiden, die Arbeit abnehmen wollen die Bochumer Forscher auch gar nicht. Aber es wäre ein Schritt, Unfallzahlen auf deutschen Baustellen senken zu können. Ja, bei uns im Studio ist Steffen Rödecke vom Arbeitsministerium NRW. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Arbeitsschutz und Überwachung von Arbeitsschutz. Was halten Sie von dieser Forschung, von diesem Projekt? Also dieses Forschungsprojekt geht schon in die richtige Richtung. Es ist sehr gut, wenn man Gefährdungen auf Baustellen erkennt oder Fehlplanungen auf Baustellen erkennt, ohne dass man es im Live-Betrieb machen muss, ohne dass man gucken muss, wo ein Beschäftiger runterfällt, sondern dass diese Unfälle alle nur virtuell passieren und niemand zu Schaden kommt. Das klingt ja noch alles sehr theoretisch, aber in welchen Bereichen könnte das denn demnächst Praxis werden? Also die Bereiche, die hier angesprochen sind, sind ja insbesondere das Zusammentreffen zwischen Beschäftigten und Maschinen, Baumaschinen oder Straßenverkehr. Es eignet sich sehr gut um Verkehre auf Baustellen, auf größeren Baustellen gibt es sehr viel Verkehrsbewegung, vom Personenverkehr fernzuhalten. Aber auch auf der anderen Seite im Straßenverkehr, in Straßenverkehrbaustellen, in Autobahnbaustellen, die ja auch in NRW zuhauf sind, dass man dort während des Betriebes bauen kann und die Schutzabstände, die da natürlich wesentlich geringer sind, einzuhalten kann und das entsprechend planen kann. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie sehr hinkt die Baubranche im Thema Digitalisierung hinterher? Also naturgemäß, das Bauhandwerk, Handwerk ist sehr handwerklich geprägt. Das heißt, die Umsetzung hinkt natürlich hinterher. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal ein Bürogebäude oder ein Einfamilienhaus aus einem 3D-Drucker bekommen werden. Aber selbstverständlich kann man unterstützende Prozesse wie die Planung, die Konstruktion, die Logistik, die hinter Baustellen steht, sehr gut EDV-Technik oder digitalisiert aufbereiten, die Systeme vernetzen und so zu Synergieeffekten kommen. Das heißt, auch in Sachen Arbeitsschutz ist das Ganze oder kann das nur eine Ergänzung sein? Es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung, aber es kann nur eine Ergänzung sein, weil neben den angesprochenen Gefährdungen, die dieses System berücksichtigt und angeht, natürlich Gefahrstoffe auf Baustellen, Muskel-Skeletterkrankungen durch Heben und Tragen, aber auch psychische Belastungen, die man in erster Linie gar nicht erwartet auf Baustellen, eine Rolle spielen durch Zeitdruck, durch Baustellen, die am nächsten Tag immer anders aussehen als am Vortag.
all diese Sachen berücksichtigt dieses Projekt ja nur eingeschränkt. Könnte das auch eine Vorreiterrolle übernehmen, jetzt sagen wir mal auf Baustellen in anderen Ländern, wo die Sicherheitsbedingungen jetzt nicht so top sind? Es ist natürlich ein länderneutrales System, ein System, was auch leicht verständlich ist, weil wenn man sich Filme anguckt, ist das etwas, was mit wenig Sprache auskommt, wo man teilweise auch auf Sprache ganz verzichten kann. Mhm. Und bei Baustellen auch in Deutschland ist es natürlich so, dass sie viele Kulturen, viele Personen aus verschiedenen Ländern haben, die da zusammenarbeiten. Ja, und viele sprechen die Sprache nicht, die deutsche Sprache, oder nicht so gut. Was ist da dann zu beachten? Es ist natürlich so, dass der Arbeitgeber, der die Person beschäftigt, die auch unterweisen muss in der Sprache der Beschäftigten. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach, aber in der Praxis schwer umzusetzen. Ganz kurz, was ist noch wichtig, um Arbeitsunfälle zu vermeiden? Wichtig ist, dass man natürlich das A und O ist, Gefährdungsbeurteilung im Vorfeld zu machen, präventiv tätig zu werden, Maßnahmen, die man für den Arbeitsschutz braucht, umzusetzen und sie zu kontrollieren. Okay, Steffen Rödecke, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke, vielen Dank.